Herzlich willkommen zu meinem Video Webserver für HTML, JavaScript und PHP installieren. So schnell geht's mit dem Kostenlagergrund. Ja, wenn du auf der Suche bist nach einem problemlos zu installierenden Webserver und vielleicht mit anderen Webservern schon Probleme gehabt hast, empfehle ich dir ganz besonders dieses Video und hier insbesondere Laragon. Laragon ist etwas Ähnliches, aber doch wieder anders als das bekanntere XAMPP. Du kennst die XAMPP für Windows, Linux, OS X. Und wenn du Laragon verwenden möchtest, dann hast du dann Glück, wenn du Windows hast. Unter Linux und OS X geht es nicht, da bist du weiterhin auf XAMPP angewiesen. Warum Laragon? Laragon lässt sich recht problemlos installieren und man hat weniger Probleme, um den Server zum Starten zu bringen. Ja, Laragon ist eben ein ähnliches Produkt wie eben XAMPP. Wenn du es herunterladen möchtest, gehst du auf Download und es werden dir drei Varianten angeboten, eine Portable-Version, eine Lite-Version, eine Full-Version, das kennt man auch von XAMPP. Über die Portable-Version, wie man die installiert, das werde ich dir in einem anderen Video zeigen. Hier habe ich die Lite- und die Full-Version. Für die meisten Zwecke, also wenn du HTML oder PHP programmieren möchtest, JavaScript, dann reicht dir die Lite-Version. Wenn ich das herunterlade, bekomme ich dann Full und Lite im Herunterlade, bekomme ich zwei Dateien. Hier habe ich die Laragon Full-Version, das ist das hier an der Speichergröße, etwas mehr, das ist wirklich das volle Paket. Und ich habe hier Laragon WAMP, das ist diese Version, die etwas abgespeckt ist, aber trotzdem das Wichtigste beinhaltet. Die werde ich jetzt mit dir gemeinsam installieren. Laragon WAMP Exe, rechte Maustaste als Administrator ausführen. So, ich habe mir jetzt hier den Pfad eingestellt und klicke auf Weiter. Dann werde ich hier gefragt, ob ich bestimmte Dinge Hackel setzen möchte, ob ich Laragon mit Windows starten möchte, das möchte ich nicht. Virtuelle Hosts benötige ich momentan auch nicht und Notepad++, das ist ein Editor, von dem du vielleicht schon etwas gehört hast oder verwendet hast, dass man den dann auch gleich im Kontextmenü, also im Windows Explorer verwenden kann, brauche ich auch nicht. Da gebe ich das hier weg, klicke auf Weiter. Dann werde ich nochmal gefragt, ob ich zur Installation bereit bin. Hier ist dann mein Ordner. Installieren. Und es wird installiert. Je nach Geschwindigkeit geht das schneller oder langsamer. Ja, er hat alle Dateien gepackt und es geht insofern dann schon weiter. Ich könnte hier, wenn ich fertigstellen klicke, gleich Laragon starten. Ich gebe das einmal weg, um dir zu zeigen, wie du den Server starten kannst. Ich klicke auf Fertigstellen und gehe zum Startmenü und gebe dort Laragon ein. So, ich habe jetzt hier Laragon eingegeben und habe dementsprechend die Möglichkeit, das Programm hier zu starten. Ich klicke mit der linken Maustaste drauf, dann startet er normal. Beim ersten Mal würde ich es aber als Administrator starten, weil ich dann bestimmte Einstellungen dann wirklich wirksam vornehmen kann. Ich klicke hier auf Administrator ausführen. Ich werde wieder gefragt, ob ich das möchte und habe jetzt hier meine Laragon Lite Version. Ich gehe jetzt mit dir ein bisschen das Menü durch. Wenn ich meinen Server starten möchte, klicke ich auf alle Dienste starten. Da klicke ich jetzt einmal drauf und es werden mir hier der Server gestartet, der Webserver. Beim ersten Mal kann es etwas länger dauern. Es ist bei mir der Apache, also der Webserver gestartet und der SQL-Server sind hier gestartet. Wenn ich hier auf Web klicke, öffnet sich hier dann die Startseite Localhost. Und hier bin ich schon und der Webserver ist fertig installiert. Wenn du schon einmal einen anderen Webserver installiert hast und da Schwierigkeiten hattest, wirst du jetzt beeindruckt sein, wie schnell das gegangen ist. Du weißt herum Localhost, das ist so die Startseite von so einem Webserver, wenn du das selber entwickeln möchtest. Ich gehe nochmal in das Programm zurück, gehe ein paar Dinge durch, die uns jetzt als erstes einmal interessieren. Ich habe hier einen Datenbankbereich, da geht es um SQL. Ich habe hier eine Konsole, wo ich etwas starten könnte und hier etwas ganz Wichtiges, den www-Ordner. Wenn ich hier draufklicke, öffnet sich dann im Windows Explorer hier jeden Ordner, in dem du dann später deine Webdateien hineingeben musst. Das heißt die HTML-Dateien, die PHP-Dateien, die JavaScript-Dateien. Ich mache das einmal. Und ich habe mir jetzt diesen Ordner geöffnet. Ich habe hier das hier hinein installiert. Ich habe hier Laragon und da gibt es diesen Ordner www drinnen. Und da habe ich dann ein paar Dateien drinnen. Ich habe jetzt schon ein paar Dateien vorbereitet. Hier Webseiten. Das ist mein Ordner. Und da kopiere ich mir jetzt einmal die Dateien, die ich hier mal vorbereitet habe. Also rechte Maustaste kopieren. Gehe wieder in meinen Laragon-Ordner hinein und dann hier in diesen www-Ordner. Und da kopiere ich das jetzt hier hinein. Ja, dieser www-Ordner ist vergleichbar, wenn du schon mit XAMPP gearbeitet hast, mit dem htdocs-Ordner. Bei XAMPP gibt man alle Dateien in htdocs-Ordner und hier gibt man sie in den www-Ordner. Wenn ich hier dann ausprobieren möchte, ob das funktioniert,
Schreiben wir das einmal an. Hier ist mein Dateiname, die Datei hallo.php. Ich gehe jetzt dann in den Browser zurück. Ich habe hier dieses Localhost und gebe dann hier die volle Adresse ein. Gebe hier Hallo ein und er wird mir hier dann diese Hallo-Datei, diese PHP-Datei dann ausführen. Das heißt, du siehst, der Server funktioniert. Ich gehe wieder zurück zur Serveroberfläche. Das hier war der www-Ordner. Da komme ich dorthin und dort habe ich eine Datei dann schon hinein kopiert. Dann gehen wir weiter die Oberfläche durch. Wenn ich hier auf Einstellungen gehe, kann ich mir das, was ich vorhin abgewählt habe, könnte ich nochmal nachholen. Also Laracon mit Windows starten und so weiter. Ich habe hier die Sprache, die ich einstellen kann. Benutzeroberfläche, dann habe ich hier mein Stammverzeichnis, wo die Webseiten hineinkommen und hier das MySQL-Verzeichnis. Die Dinge, die hier drinnen sind, müsste man sich praktisch nur dann anschauen, wenn es Schwierigkeiten gibt, dass man zum Beispiel den sogenannten Port dann verändert. Weiter muss man da nicht hineinschauen. Ich komme ebenfalls bei hinein, wenn ich rechte Maustaste mache und hier auf Einstellungen gehe, dann komme ich zu demselben Menü. Was aber interessanter ist, wenn ich mit der rechten Maustaste hier arbeite, das ist, dass ich hier mehrere Möglichkeiten habe, weitere Dinge dann einzustellen. Ich könnte dann zum Beispiel hier hereingehen, rechte Maustaste, könnte hier auf www gehen und könnte hier dann zum Beispiel noch einmal das Root-Verzeichnis wechseln, also diesen www-Ordner, wie wir es bei den Einstellungen ja schon gehabt haben. Dann eine spannende Möglichkeit ist dann bei diesem Laragon, dass ich hier zusätzlich Programme installieren kann. Ich habe hier vorgegeben schon Notepad. Notepad wurde installiert, das ist ein Editor. Aber ich kann dann hier zum Beispiel auch, indem ich auf Quick Add gehe, kann ich hier zum Beispiel, wenn ich hier mir Code auswähle, kann ich hier zum Beispiel das kostenlose, von Microsoft freigegebene Visual Studio Code herunterladen. Ich gehe also hier auf Code und er ladet schon fix und fertig diesen Visual Studio Code herunter. Das landet dann im Verzeichnis vom Laragon und kann von dort aus dann auch ganz geschickt aus von der Benutzeroberfläche hier dann gestartet werden. Es werden ein paar Sachen runtergeladen, werden es extrahiert. Da steht dann erledigt Code. Ich gehe wieder in meine Oberfläche, bin dann wieder jetzt hier herinnen. Rechte Maustaste, Tools und hier erscheint jetzt Code. Und wenn ich hier drauf drücke, wird dann hier Visual Studio schon gestartet und es werden mir hier dann sogar schon im www-Ordner hier dann meine Dateien einmal jetzt hier in meinem Fall, weil ich schon mal gemacht habe, angezeigt. Ich mache ein eigenes Video noch, schau dir das auch an zu Visual Studio Code, wo du mal eine kurze Einführung bekommst, auch im Zusammenspiel dann mit Laragon oder eben auch XAMPP. Ja, jetzt gehe ich noch mal kurz zurück, bin jetzt wieder in der Oberfläche, jetzt geht es darum, falls es irgendwelche Probleme geben sollte, wie du da umgehen könntest. Wenn etwas nicht funktioniert zusammen mit PHP, dann ist in der Regel geht es immer dann um die sogenannten Umgebungsvariablen. Das heißt, Windows muss mitgeteilt werden, wo die PHP-Dateien liegen. Rechte Maustaste und ich gehe dann auf Tools und habe dann hier so die Möglichkeit, Umgebungsvariablen zu setzen. Wenn ich hier Add Laragon to Path mache, wird in die Windows Registry also eingetragen, wo diese ganzen PHP-Dateien und meine www-Orte und so weiter sind. Wenn ich das hier wieder herausnehmen möchte, das ist dann zum Beispiel der Fall, wenn ich Laragon deinstallieren möchte, würde ich das hier machen, aber wenn ich es halt installiert habe und auf Nummer sicher gehen möchte, wenn etwas nicht funktioniert bei meinem Server, dann Add Laragon to Path ist dann eine Möglichkeit, um da so einen Fehler dann wegzukommen. Dann ganz ein wichtiger Hinweis im Arbeiten mit PHP und Servern, wenn du bei den Umgebungsvariablen Einstellungen vornimmst, würde ich dir immer empfehlen, den Computer neu zu starten, denn dann übernimmt manchmal erst Windows diese entsprechenden Einstellungen. Das war es dann eigentlich schon. Das waren so die wichtigsten Punkte, wie du Laragon starten kannst. Hier startest du den Server, im www-Ordner gibst du deine Datei hinein und du kannst eigentlich schon loslegen. Du siehst, das war sehr schnell und unproblematisch. Danke für deine Aufmerksamkeit. In einem anderen Video zeige ich dir dann, wie gesagt, wie du Visual Studio Code verwenden kannst. Und wieder auch den Server dann hier als portable Version verwenden kannst, ohne dass du es installieren musst. Danke für deine Aufmerksamkeit.